Muss man doch schneller sagen. Nochmal, Kinder, Kinder, was wird aus mir? Kasperl, Kinder, wir helfen dir. Vielleicht so, ja. Hören Sie es? Jetzt proben die beiden doch immer noch. Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. La, 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 Fernsehen. Stell dir vor, das einzige Bildungsfernsehen. Augsburger Puppen hieß es. Raus aus dem Fernsehen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Kasperltheater im Hirsch. Herzlich willkommen. Stell dir vor, die wollen Murmel aus dem Eis, aus dem Fernsehen rausnehmen. Die haben doch nicht alle. Selbst wenn es Augsburger Woche ist, ist es nicht schlecht. Sagen Sie mal, leiden Sie unter Schüttelfrost? Wenn es so wäre, wäre es schön. Da könnte man wenigstens was machen. Unsere Symptome sind die epidemische Folge einer Bürgerversammlung im Soldatenheim. Uns hat es da dermaßen gerottelt, dass es uns immer noch rottelt. War es so schlimm? Ach, es war noch viel schlimmer. Es war richtig arg. Ja, was war so arg? Da war eine Bürgerin. Die waren mit der Stadtentwicklung nicht ganz so zufrieden. Und die haben sich traut, das zu sagen. Und dann hat der Bürgermeister ein bisschen seine Kontinenz verloren und hat gesagt, sie soll doch zuerst eine Stadtführung mitmachen, bevor sie sich einmischt. In die Stadtentwicklung. Und was hat die Stadtführung mit der Stadtentwicklung zu tun? Das wissen wir noch nicht. Das ist ein Geheimnis des Bürgermeisters, dass es zu enträtseln gilt. Aber vielleicht, ich meine, wir sind ja auch beim Friseur noch, hinter sind Theater. Vielleicht frisieren Sie mich doch noch ein bisschen, damit ich wieder unter die Leitgang kann. Bitte sehr, sehr gerne, Sie sitzen ja schon. Und Sie? Ich warte noch ein bisschen und ich lese Zeitung. Da kommen wir leicht ins Innerwäre. Richtig, sehr vernünftig. Lesen Sie bitte auf der Allgäu-Seite den Kommentar von dem Chefredakteur Hermann König. Der mit der Fliege? Richtig. Da werden's was inner. So, und jetzt zu Ihnen. Also, lass uns mal schauen. Ja, an Ihrem Kopf ist eigentlich nicht mehr viel zu richten. Aber doch nach allen Regeln der Chirurgie, ich werde es versuchen. Sie werden mir verzeihen. Verziehen und vergessen. Nirgendwo wird sowieso mehr frisiert wie in der Politik. Und keiner merkt's. Oder bloß ein paar. Zum Beispiel mir. Mir merkt's und mir sagt's. Ihr habt uns tausendmal gelogen. Wir haben euch tausendmal entdeckt. Ihr habt uns nie für voll genommen. Doch wir haben was entdeckt. Ich weiß, ihr glaubt, ihr seid der Wahrheit. Allerletzter Schluss. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Das ist Schluss. So, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll das Füssener Blatt für seine jeweilige Samstagsausgabe eine neue Rubrik geplant haben. Der Titel sollte lauten, wussten Sie, um kritischen Bürgermeistern eine breite Plattform bieten. Bürgermeister Paul Jakob soll in Absprache mit Chefredakteur Hermann König zu überzeugen gelangt sein, dass eine solche Rubrik nur den subversiven Elementen in der Bürgerschaft nützen und im Umkehrschluss der Demokratie eher schaden würde.
Diese Rubrik wird es nicht geben. Durch eine infame Investigation sind wir in den Besitz einiger Wussten-Sie-Beiträge gekommen. Wir wollen diese Ihnen nicht vorenthalten. Den ersten Beitrag, bitte. Wussten Sie, dass man seit längerem nicht mehr um den Allersee herumgehen kann? Die Stadt hat im Herbst vergessen, die Schleuse des Abflusses zu öffnen. Wussten Sie, dass man seit längerem nicht mehr um den Obersee herumgehen kann? Die Stadt sieht sich aus personellen Gründen im Bauhof außerstande, Buchen, die auf den Weg gestürzt sind, beseitigen zu lassen. Wussten Sie, dass auch nach dem Verkauf des Hallenbades an die Firma Hubert Schmidt immer noch 3 Millionen Baukosten von 1970 offenstehen? Wussten Sie, dass die Firma Glas aus Mindelheim eine 300 Quadratmeter große Plattform über dem Lechfall bauen will, weil die WC-Anlage dort so stinkt? Die Stadt Füssen kann sich nicht erklären, warum die ihr gehörenden Toiletten so stinken. Wussten Sie, dass sich der Luftsportverein von der Stadt Füssen eine zweite Schleppmaschine hat genehmigen lassen? Die Stadt kann dem Gerücht keinen Glauben schenken, dass diese Schleppmaschine in Wahrheit keine Schleppmaschine ist, sondern das Privatflugzeug des Herrn Macht aus Hopfen. Wussten Sie, dass der private Busparkplatz des Europark-Hotels im Winter immer vom städtischen Schneepflug geräumt wird? In der Stadtverwaltung wird dieser rätselhafte Vorgang mit den guten Verbindungen zwischen Stadtverwaltung und dem niederen Bad Faulenbacher Landadel erklärt. Obwohl der Mensch gern gut sein möchte, edle die Freis und gerecht, weise christlich und ganz brav, ist er dümmer wie ein Schaf, dass er Ahnung und Wissen hat, das ging nie das falsche Rad. Dass er aber drüber lacht und erst recht das Falsche lacht. Und das ist ganz viel Leid, dieser nur ganz kindisch breit. Traurig aber wahr. Traurig aber wahr. Traurig aber wahr. Kasperspiel gehört ein echtes Krokodil. Es kommt schon, die Herrsche im Gang, ganz leise, dapper, aber es wird schon laut. Zurück. Rührt euch! Darf ich mich bitte wieder hinsetzen? Jawohl, Sie Weichei! Darf ich mich auch wieder hinsetzen? Jawohl, Sie Rührei! Oh, ich
sag jetzt gar nichts, sonst heißt der mich noch Stopfei. Nach Absprache und mit Einverständnis des Hauses Wittelsbach erweitert die Stadt Füssen